Linux am Desktop habe ich nicht, ja? Weil Desktop-Linux ist nichts für mich. Server-Linux, ja, habe ich daheim, Kisten mit Linux, aber Desktop-Linux habe ich nicht. Desktop ist ein Apple und wenn Sie es sehen, ich habe jetzt momentan, bin ich im Parallel, da ist ein Windows 10 drauf und da rennt das neue PowerPoint. Was ich aber jederzeit zeigen kann, ist dieses gleiche PowerPoint. So schaut das Office für Mac bisher aus. Sehr Mac-ähnlich, also da gibt es zum Beispiel kein Visual Basic drin, da gibt es den Automator von Mac und so, also eine ziemlich andere Applikation. Sie sieht auch sehr, sehr anders aus. Ja? Und damit mache ich es gleich zu, das bisherige PowerPoint, das ist erkenntlich am Mac, dass das so ein komisches P-Symbol hat, das auch ein bisschen Mac-mäßig ausschaut, aber man nicht so kennt. Und das ist das PowerPoint für Mac 2016. Das heißt, die 2016-Generation ist nicht nur eine Windows-Geschichte, nicht nur Windows Phone, iPhone, Mac, Android. Die Microsoft hat eigentlich irgendwo, Office ist cool und warum schließt man die Leute, die nicht Windows haben, aus davon? Ja? Das heißt, diese ganze Software ist verfügbar auf, für mich, in meinem Fall, allen Plattformen. Wie gesagt, ich kenne mich bei Android nicht aus, ich kann euch gerne Fragen beantworten zu Apple und Windows, also Apple-Technologie und Windows-Technologie. Ich kenne mich offensichtlich zwar mit Windows Mobile nicht aus. Ich habe immer wieder Windows Mobile probiert, ich habe das letzte Windows Mobile Phone gehabt und irgendwann habe ich es vor Zun und Erd gehabt, haben wir wieder mein iPhone gekauft. Ja, also für mich persönlich ist das iPhone halt das Telefon, mit dem ich am produktivsten bin. Das heißt nicht, dass wir andere nicht mit einem Windows Phone super produktiv sein kann. Ich bin mit dem ab jetzt wieder. Ja. Gut. Dann bleibe ich weiter in der. Ja, das ist auch so eine komische Apple-Sache, ja, dass ich die Applikation beenden muss, extra, weil es nicht so macht. So, was ist mit Office 2016 neu oder was die generelle Trend? Eben, das Thema ist überall. Das heißt, egal welchen Betriebssystem ich habe, wenn es nicht zu exotisch ist, sollte Office funktionieren. Und wenn ich integriert habe, das nur einen Webbrowser hat, dann gibt es Office Online dafür. Ja? Also, was und wer von euch verwendet SkyDrive, hat es früher geheißen, oder gerade OneDrive. Also, ja, also gratis. Also wie Dropbox, nur halt die Variante von Microsoft oder Google Drive oder iCloud von Apple. Die Microsoft-Variante. Wenn ihr das habt, dann habt ihr auch dafür die Office Online-Applikationen, so Bestandteil von dem Ganzen. Gratis, ja. Das, was der Andy Schabas vorher schon gesagt hat, diese Mobilität, ja, ich meine, er hat berechtigterweise gesagt, das ist mein Telefon und wenn ich fortgehe, geht das nicht automatisch mit. Aber wenn ich mein Telefon daheim vergessen habe und ich zu irgendeinem Gerät kann, kann ich trotzdem, wenn meine Daten eben in der Cloud irgendwo gespeichert sind und es mir wurscht, ob das Microsoft ist oder was anderes, drauf zugreifen. Im Fall, wenn es Microsoft ist, ist gratis auch das Office dabei für den Zugriff drauf. Also das ist eine Funktionalität von dem Office-Paket, wenn man Microsoft-Dienst hat. Das zentrale Thema ist, dass das eben überall unterstützt wird und damit auf allen Plattformen portiert wird, diese neue Version. Zusammenarbeit ist auch ein Thema. Ich weiß nicht, wie viele von euch das wissen. Ich meine, Google hat immer Werbung gemacht, dass man mit Google Docs halt gemeinsam aufhören kann. Ich meine, Word kann das auch. Kein Problem. Kann Word. Voraussetzung ist, der Datenspeicher dahinter muss ein SharePoint sein. Es geht nicht nur mit Word, es geht auch mit Excel. Das ist die falsche Version der Folie, sorry. Excel durchsteigen, Excel geht nur in der Online-Version. Wenn ich die Web-Version von Excel nehme, dann kann ich Co-Auswahl.
mit Excel kann ich das nicht, wenn ich Excel als Applikation verwende. Das ist die einzige Applikation, die es nicht gibt. Es geht mit Word, mit PowerPoint und OneNote. Was heißt das, wenn ich Office 365 benutze? Wie lizenziere ich Office oder wie kaufe ich Office? Ja? Heutzutage das Sinnvollste ist im Abo mit einem Paket, das nennt sich Office 365, es gibt verschiedenste Variationen. Okay. Die Version, die am meisten Sinn macht, ist das, dass ich nicht nur das Ganze im Internet nutzen kann, solange ich eine Internetverbindung habe, was ich da nicht habe, sondern auch machen kann, dass ich zum Beispiel hier projizieren kann, obwohl ich keine Internetverbindung habe. Das heißt, dass das Office bei mir gespeichert ist, im Fall von Mac oder PC. Also vom Desktop. Am Desktop. Und eben das, diese Office 365 Version, wo ich eben das Office auch wirklich als Lizenz dabei habe, für mich als Person, und ich habe halt ein paar Geräte, aber das ist wurscht, für mich als Person, das ist das Zentrale. Das heißt, wenn ich als Person drei Geräte habe, habe ich eine Lizenz. Eine Lizenz. Auch wenn ich drei Geräte habe. Genau. Genau. Okay. Ja, es wird sogar, ich habe ein Inventar bei meinem Office Online Portal, wo ich schaue, auf welchen Geräten ich habe und wann ich halt irgendwelche Leichen drinnen habe, weil ich irgendwo was neu installiert habe und das halt dort installiert war und das ich nicht mehr brauchen kann, es auszulöschen auch. Es gibt natürlich Limite drin, ich weiß jetzt nicht aktuell, welche Limite das sind. Und ich muss mich natürlich mit meinem Account anmelden während installieren. Okay. Ja, das heißt, aber rein lizenztechnisch ist es mein Account. Habe ich eine einzige Lizenz? Ja, und ich habe eben ein Paket, wo ich 5 Benutzerlizenzen habe und jeder Benutzer hat halt andere Geräte. Heutzutage ist es unüblich, dass ich eine Lizenz, eigentlich in Zukunft wäre es mir am liebsten, wenn ich als Person eine Lizenz kaufe und ich habe halt einfach viele Spülsachen. Ja. Und ich möchte nicht streiten, wenn diese Spülsache kaputt wird und ich mir eine neue kaufe und dann sage ich, ja, ich muss eine neue kaufen. Ja. Genau. Nein, die Art der Lizenzierung in Zukunft ist personengebunden. Ja, Anonymität ist dahin. Ja. Also müssen wir, das ist so. Ich identifiziere mich dort mit irgendeinem Namen. Ich meine, der wird nicht überprüft, das kann ein Fantasiename sein, aber es ist ein Name. Ja. Mhm. Und wie gesagt, in der Applikation Excel, die bei mir am PC ist, kann ich nicht mit anderen beurteilen. Und heißt das? Ich kann nur in der Webversion. Also wenn drei Leute die Webversion nehmen, mit der geht es, mit der kann ich beurteilen. Die Version, die da ist. Also in der normalen 365er Version kann ich es dann nicht. Eben wie gesagt, 365 hat alle da drinnen. Ja? Ich habe die Online-Version, wo ich halt auf dem SharePoint, der beim 365 dabei ist, ja, einfach meine Dokumente in einem Webbrowser editieren kann. Okay. In dieser Version, wenn ich im Webbrowser bin, kann ich auch bei Excel drei Leute gemeinsam an Spreadsheet arbeiten. Genau. Bei Word kann ich das online oder mache ich aktuell gerade im Büro so. Wir haben ein Team, wo einer in Schweden sitzt, einer in Wien sitzt. Es gibt Leute, die in den USA sind und alle editieren wir gemeinsam ein Word-File. Mhm. Was schon schwierig ist, ist, dass wir im gleichen Absatz sind. Das mag er nicht. Mhm. Da sagt er, ein anderer bearbeitet gerade den Absatz, mach was anderes. Ja. Das heißt, müssen wir auschecken, einchecken. Ja? Auschecken, einchecken geht auch. Das geht immer. Ja? Dass ich sage, jetzt checke ich das Dokument aus, meins. Ja? Und die anderen sehen es zwar und können lesen, die letzte Version, die ich ausgecheckt habe, aber sie können nichts machen. Ja? Solange ich es wieder eincheck. Was heißt, sie können nichts machen? Selber können sie schon weiter. Nein, Check-in, Check-out heißt, ich habe irgendwo zentral ein Dokument gespeichert. Und jetzt sage ich, das kann jeder, ich check das out. Das heißt, ich ändere gerade was, was so fundamental ist, dass ihr anderen nur lesen sollt während der Zeit, solange bis ich fertig bin. Und dann mache ich ein Check-in. Damit kann ich verhindern, zum Beispiel, wenn ich grob was reformatieren tue und hin und her und was ich was alles will, das mache, wo die anderen komplett durcheinander kommen. Ja? Das heißt, das ist das alte Schreibgeschütz. Das alte Schreibgeschütz ist jetzt der Check-in, Check-out. Was SharePoint natürlich auch kann, ist Versioning. Ja? Mhm. Das heißt, dass ich immer jedes Mal eine Version und dass ich das zurückverfolgen kann und schauen kann, was war die vorgehende Version, was war die Version so und so, kann der Version einen Namen geben, kann der Version eine Versionsnummer geben, einfach wie man es kennt von alten Versionsverwaltungsprogrammen. Das ist Bestandteil von SharePoint. Ja, das heißt,
auscheckt, können die anderen alle nicht mehr weiterarbeiten an dem Dokument. Lesen. Lesen schon, aber nichts mehr machen. Lesen, Sie können sie natürlich. Es kann keiner verhindern, dass ich lese und man das Ganze bei mir speichert, völlig weitermacht. Achso, ja. Nur kann ich es dann immer zusammen und mache ich einfach einen weiteren Zweig auf. Okay. Es kann aber trotzdem genauso heißen, oder muss ich das dann anders benennen? Nein, das kann ja, genauso heißen. Das kann ich bei mir speichern, ja. Auf meiner Festplatte und nicht mehr halt in der zentralen Bibliothek der ganzen speichern, und dann kann ich es aber nicht mehr zurück, weil sonst mache ich alles kaputt. Ja, umgekehrt ist dann aber das kann jederzeit von mir, von der Festplatte, ein Dokument einschreiben und alles überschreiben. Kann alles kaputt. Jederzeit. Ich habe dann halt eine Versionshistorie, wo man halt sagt, okay, da war ein Depp, der hat alles hingemacht, ich gehe jetzt eine Version vor und sage dem, spiel drauf. Nicht kaputt machen. Ja. Also es ist automatisch eine Versionsverwaltung auch dabei. Wenn ich spät draufkomme, ist es mühsam zu suchen, aber ich habe immer nur die ganze Zeit. Das heißt, wie viele Schritte kann man da zurückgehen? Also gibt es quasi. Auch das ist der Administrator, kann ich irgendwann einmal sagen. Also aktuell habe ich das Dokument von Lorenz an 99 Personen. Weil sich keiner darum kümmert, weil der, ich weiß nicht, speichert er wahrscheinlich irgendwie inkrementell. Keine Ahnung, das macht kein Problem, aber bis jetzt bist du noch nicht. Aber wie gesagt, das ist in Applikationen. Word macht das super, PowerPoint auch recht gut. Die Applikation, die das meiner Meinung nach am phänomenalsten macht, ist OneNote. Wer kennt OneNote? Ja, ein paar. Aber man gehen wir uns dann noch anschauen. Für mich, wenn ich irgendwie mehr Leuten zusammenarbeite und Ideen und so, OneNote genial. Weil dann markiert er mir jeden Absatz mit einem kleinen Kürzel daneben, wer das war, der das Ganze gebrochen hat oder gemacht hat. Beim Word ist es so, dass ich das nicht direkt, dann muss ich nachforschen. Ja. Noch eine kurze Frage, die vielleicht für die anderen auch interessant ist. Ab wann kommt 2.16 und wenn ich ja 3.65 habe, werde ich dann automatisch quasi umgereiht von 13 auf 16? 16 ist für alle bei Office 365 Kunden jetzt bereits verfügbar. Als Beta, als Preview. Und wann kommt das? Keine Ahnung, wenn man es fertig ist. Also es ist noch kein Datum. Ich weiß, wenn man es fertig ist. Also das ist, die Microsoft ist so halt einfach, wenn du immer das letzte haben müsst, heutzutage, dann kannst du das nehmen. Also als Office 365 Kunde, als ist es so, da gibt es einen Administrator für das Ganze. Okay. Und der kann festlegen, welcher der Leute das darf und nicht darf. Deswegen sieht man das normal, also beim Enterprise. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten zu kaufen. In der Enterprise-Version gibt es immer einen Administrator für die ganzen und der kann festlegen, welche Leute die Beta nehmen dürfen und welche nicht. Und dann kriegt man halt unter Soft, also wenn man unter Office 365 ins Portal geht und sagt, okay, jetzt möchte ich Software abladen, sagt, okay, welche Sprache willst, welche Version willst und da ist auch die Beta dabei. Und wann ist die endgültige Version von 16 freigegeben? Weil die Beta, das ist immer so eine Testversion. Ich weiß, war das für 16 wahrscheinlich. Achso, ja, nicht heuer. Ich meine, bei der Mac-Version ist es gesagt, in der zweiten Jahreshälfte heuer. PC-Version nehmen wir an, keine Ahnung. Also ist nicht. Das ist wahrscheinlich meistens so am Anfang oder sowas. Die momentane Version ist eine frühe Beta. Also ich habe es nur noch kurz, sie hat mich abgeworfen und daraufhin habe ich es nur auf der Spielmaschine mehr im Einsatz. Okay. Aber Dateiformate und Features sind beliebig austauschbar. Das wäre vielleicht eine Frage für die Martina noch. Und ja, Martina. Ja, genau. Okay, aufnehmen als Frage, Martina fragen. Okay. Ob es ein publiziertes Datum gibt, ich weiß gar nicht. Okay, super. Also die Kompatibilität ist schon gegeben. Also wenn ich zum Beispiel für Apple Word dort Datei speichere und dann arbeite ich weiter wieder bei Windows, ist es auch nicht. Es ist ja so, ob jetzt 2010er, 2012er oder 16er, bis wurscht von den Dateiformen. Das ist alles das Gleiche, geht beliebig hin. Ach, dieses Block X und dann? Ja, das Block X, alles. Der einzige Unterschied ist das, hast du die aktuelle Version, ich merke mir das nicht, ich glaube 12, oder? 13. Die 13er kann zum Beispiel PDFs, das in Word kann ich PDFs aufmachen via Doc und bearbeiten. Das kann die 10er nicht. Ja. Aber wenn ich das dann als Doc speichere, kannst du die 10er wieder lesen und bearbeiten. Und die 10er und die 13er können Doc X als PDF speichern. Ja. Bei der 10er ist halt ein Einweg, wenn sie mal
PDF ist jetzt nicht mehr gut. Bei der 13er geht es halt minus den Formatvorlagen und so, aber ich kann man Kleinigkeiten ändern. Ist das dann zerstört oder schaut das noch wirklich so aus? Das ist das Problem. In vielen Fällen schaut es so aus. Also wenn das ein sehr kompliziertes PDF ist, dann ist das furchtbar. Es liegt die Seitenenthaltung und so. Aber wenn es ein normales, einfaches PDF ist, schaut es ziemlich gut aus. Also ich habe die Erfahrung gemacht, so PDFs als Lebenslauf, da ist sehr viel halt der Tabellarische gebastelt. Den muss man alle nacharbeiten immer. Ja. Und ja. Ja, also wie gesagt, das kommt darauf an. Also ich habe manche Dokumente, wo man doch bist du nach komplett Idee und manche Dokumente. Ja. Was ist bei der 13er Version oder bei der 10er? Die 13er Version kann PDFs bearbeiten. Kann ich PDF einfach so wie ein Doppel einmal, weil es öffne ein PDF also, und bearbeite frisch, fröhlich drin und rein. PDF in 13er aufmachen als Word? Ja. Das ist ein Word 2013 Feature. Eben, wie gesagt, es kann sein, dass das Aufmachen vom PDF das PDF ein bisschen durcheinander bringt. Okay. Aber ja. Es ist immer die Frage, womit das PDF generiert wurde. Ja. Gut, ja. Das war Co-Authoring. Wie gesagt, sorry für die Videoaufnahme, Excel stimmt nicht wirklich. Ich hätte da wann nicht herschreiben sollen. Das ist das Neue beim 16er ist das, dass ich mit Word jetzt Echtzeit kollaborieren kann. Das heißt, ich sehe, wie der andere tippt. Ja, okay. Das ist bereits bei OneNote jetzt schon implementiert. Also OneNote hat das immer können, dass ich halt einfach sich was dran und mache live im Dokument drinnen, ohne bei Word, ich zeige das einmal her, ich schaue mal, ob das Internet hier gnädig ist. Ist es nicht gnädig. Jedenfalls dieses Symbol speichern hier, ja, ja. Kriegt so ein Synchronisier-Klingel. Diese Datei, also jetzt nicht im PowerPoint, Word. Ja, da sehe ich es oben. Ja. Dieses Klingel heißt, genau das, was sagt, nämlich speichern und die Änderungen, die anderen in andere Absätze gerade gemacht haben, holen, sodass sie das Ganze sich. Ja. Aber das geht beim jetzigen auch schon, das ist kein spezielles neues Feature um 16. Um 16 ist nur so, dass in Echtzeit das sich, sofort man die anderen machen. So wie im One-Mode jetzt. Das heißt, wenn zwei am selben Absatz arbeiten wollen, wird das verhindert oder kommt da nur eine Warnung? Im 16er war es nicht. Ich weiß gar nicht, ob das schon der Test da drinnen ist, aber im Aktuellen ist es so, dass es eine Warnung gibt, dass es verhindert. Das geht dann gar nicht, der kann. Da gibt es einfach eine Meldung, da arbeitet gerade ein anderer. Aber wie gesagt, das, ich arbeite momentan an Dokumenten, die im Schnitt so 200, 300 Seiten lang sind, wo mehrere Leute dann arbeiten. Und das geht eigentlich recht gut. Es ist meistens, also in dem Fall ist es auch relativ klar, dass der, weiß ich nicht, in die ersten drei Kapitel arbeitet und ich in die nächsten Kapitel, dass das mein Verantwortungsbereich ist und das im Ende ich dort gerade immer tun. Und wir wollten halt das nicht in zwei Dokumente teilen, sondern das ist ein Dokument und deswegen arbeiten wir gemeinsam. Wie gesagt, zentrale Voraussetzung ist, muss halt in einem SharePoint gespeichert sein. Das geht nicht, wenn das auf einem normalen Netzwerkserver Netzwerkschere ist. Ja? Das ist die Kollaboration. So. Jetzt ist wieder. Bin jetzt in. Das ist der Nachteil bei dem Mac. Jetzt bin ich natürlich in das Mac PowerPoint gewechselt, weil ich tatsächlich vorschnell sehe, das ist eine ganz andere Ansicht. Also das Mac PowerPoint merke ich, weil das will immer, wenn ich einen zweiten Bildschirm habe, das auf zwei Bildschirme verteilen, dass ich eben gerade mit Notizen. Ja, liebe Martina, willkommen, lieber Toni, willkommen. Entschuldigung, ist der auch? Nein, herzlich willkommen. Erste Frage, die ich beantworten konnte, gibt es irgendein Release-Datum vom Office? Publik? Nein, oder? Ende des Jahres.
Ende des Jahres. Office 365 gibt es gleich. Das habe ich schon gesagt. Aber Retter, oder? Aber als Beta, ne? Als Beta. Ja, das ist. Das ist gar nicht die Schule. So. Okay. Es gibt jede Menge Enterprise-Features neue drinnen. Randy Schabos hat schon grob angesprochen, also Data Loss Protection ist ein neues Enterprise-Feature, wo man verhindern kann, dass Post die Leib viele komische Dinge aufhören mit Informationen im Unternehmen. Ich gebe ehrlich zu, ich kenne mich zu wenig aus. Vielleicht, wenn es irgendwann genau interessiert, Martina oder Toni können da was sagen dazu. Was Sinn macht und das, was der Randy angesprochen hat, ist Information Rights Management. Es gibt Leute, die sagen, um Gottes Willen, böse. Ich finde es nur interessant, weil früher hat man halt gesagt, okay, man hat einen Server und am Server gibt man Zugriffsrechte, der darf dorthin, der darf dorthin, der darf dorthin und so weiter. Es hat aber nichts gebracht in dem Sinn, wenn einer ein Dokument gerückt hat, dann hat das Dokument gekehrt. Und oder weiter verteilen können. Das heißt, sobald irgendein Dokument hatte, war die Eigentümerschaft bei dem, der das Dokument gerade hatte. Ich kann als Unternehmen oder als Verfasser eines Dokuments nicht sagen, das will jetzt einschränken auf eine gewisse Zielgruppe. Information Rights Management macht das. Da wird im Prinzip das Dokument verschlüsselt und die Entschlüsselung ist an die Rechte gebunden, die Rechte legen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel das Recht habe, das Dokument zu sehen, weil ich ein Mitarbeiter der Firma bin und die Firma verlässt, werde ich aus dem Rechte-Ding rausgeschmissen und nächstens, wenn ich das Dokument aufmache und er versucht, sich ein Zertifikat oder einen Schlüssel zu holen, um das Ganze aufzumachen, geht es nicht mehr, weil ich halt das nicht mehr kriege, weil ich nicht mehr im Unternehmen bin. Oder wenn ich sage, oder wenn Martina sagt, ich bin nicht mehr Freund und mir rausstreicht, der fehlt mit einem Dokument, das sie verfasst hat, wo sie das Ganze bestimmt. Nichts mehr. Ich kann die Datei haben, sie ist auch wertlos, weil ich es nicht mehr lesen kann, weil es einfach vom Haus aus immer verschlüsselt ist. Natürlich kann ich den Inhalt abfotografieren. Ja? Ja, eben, solche Dinge gehen immer, ja. Aber sagen wir so, die gedankenlose Weitergabe, wo man einfach nichts denkt dabei und halt einfach diesen anderen beim E-Mail ist und dann an den Mitbewerb wandert und so, das kann ich damit sehr gut unterbinden. Wirklichen Diebstahl intellektuellen Gedankenguts eingeschränkt. Ich meine, riesengroße Zahlenkolonnen mit Daten. Beständen wird wahrscheinlich keiner abtippen, aber halt wie gesagt, fotografieren geht noch immer. Also das heißt, lesen kann man es immer oder kann man das auch einschränken? Nein, nein, lesen ist eine verschlüsselte Datei und die Frage ist, kriege ich den Schlüssel zum Entschlüsseln? Achso, ja. Und also wenn man den Schlüssel nicht mehr hat, kann man es auch nicht mehr lesen. Der Schlüssel ist ein Einmalschlüssel. Der Schlüssel, wenn ich den heute kriege, heißt es nicht, dass ich, also ich kann diesen Schlüssel nicht speichern bei mir beim Dokument. Ja, ja, also das heißt, wenn jetzt der aus der Firma rausgeht, dann wird er gesperrt und kann das Dokument nicht mehr sehen, nicht mehr bearbeiten, gar nichts mehr. Ja, als Datei habe ich es nach wie vor. Ja? Achso, aber ich habe den Rechner dann. Ja. Ja, ja. Weil es kann ja auch sein, dass mir irgendein Dokument schickt, das gar nicht für mich ist. Ja? Dann versuche ich das aufzumachen, er sagt, okay, wer bist du? Und er sagt, tut mir leid, ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht mehr oder du darfst das nicht mehr, was ich mache. Aber jedenfalls ist es ein relativ einfaches Prinzip, halt wo im Prinzip ein Dokument verschlüsselt ist und das Entschlüsseln eine Einmalangelegenheit ist, die gerade für diesen Zeitpunkt gilt. Und neu ist eben, dass jetzt Belize abgeht, wie das Belize nicht kommt. Das Enterprise Features heißt, dass das. Es interessieren eher Firmen. Also, mir als Private interessiert nicht, ob meine, weiß ich nicht, Haushaltseinkaufsliste vielleicht von meiner Frau an mein Kind geschickt wird. Ja? Ja? Deswegen sage ich, das ist für mich ein Enterprise Feature. Ja? Und es ist auch so, von der Lizenz her ist es auch eine Enterprise Lizenz, die benötigt ist. Okay, das war meine Frage. Ja. Was auch noch eine Geschichte ist, ist Multifactor Authentication. Wer verwendet von euch Multifactor Authentication? Ja, nein. Das war eine Frage, es war eine Frage. Ja, ja. Ich verwende es auch. Ja. Habt ihr
Hotmail-Account, ein Google-Account, ein Dropbox-Account, ein was übers E-Mail-Account wahrscheinlich, oder? Wie wichtig ist euch dieser Account? Wurscht. Mein Hotmail-Account, den habe ich seit 1994. Damals war es mein Hotmail, aber inzwischen war es mein Hotmail, inzwischen das Outlook jedenfalls. Der ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Ja? Und selbst meiner lieben Tochter ist ihr Hotmail-Account sehr, sehr wichtig. Ja? Mhm. Welche Vorkehrungen macht er gegen Identitätsdiebstahl? Ich meine, Passwort. Passwort, ja, aber euer Passwort kann irgendwer anderer ausspionieren oder aus irgendeinem Grund und dann seid ihr es auf ewige Zeiten los. Keine Chance wieder drauf zu kommen. Ein Multifactor Authentication heißt, dass ich nicht nur ein Ding wie ein Passwort brauche, sondern ein zweites Ding auch nicht. Ja? Zweites Ding in meinem Fall ist einfach eine App auf meinem Telefon, das nur einen Code generiert, der halt unabhängig ist vom Passwort, den ein böser Angreifer, der mein Passwort ausspioniert hat, nicht hat. Hotmail unterstützt das, Outlook, die meisten anderen auch, Google unterstützt ganz sicher. Ich weiß nicht, ob es Dropbox in der Zwischenzeit schon unterstützt. Was halt neu ist, E-Mail ist immer heißes Thema und Outlook unterstützt diese Multifactor Authentication. Das hat ein bisschen nett gemacht. In 2016 auch? In 2016. In 2013 nicht. Ja, 2013 nicht. Okay. Ich will es auch weiter umgehen. Okay. Ja, bitte. Nein, bitte. Aber wie gesagt, Multifactor Authentication, also für euch privat überlegt sich halt euren Google, Microsoft oder was immer Account umzustellen auf Multifactor Authentication, wenn euch wichtig ist. Aber andererseits, das Einsteigen wird halt immer mühsam, ne? Da muss ich mir noch mehr machen. Einmal, solange bis das Ganze funktioniert. Eben Outlook. Im Outlook einmal, ja. Wenn eben das Ganze nicht unterstützt wird, dann jedes Mal. Wo ist dann die Sicherheit, dass ich so einmal mache? Dass dem Gerät vertraut wird. Also. Na schon, jetzt mache ich es und ab da. Und ab dem Zeitpunkt ist dem Gerät vertraut. Das heißt, die Multifaktor heißt 2. Du hast auf dem Gerät das Passwort gespeichert und er vertraut dem Gerät. Aber er vertraut nicht dem Passwort, er vertraut dem Passwort und dem Gerät. Ja, wenn du jetzt das Gerät zum Beispiel verlierst, kennt das jeder andere dann, der das findet, trotz alledem, weil das ja beides an dem Gerät drin ist. Solange das Gerät nicht gesichert ist, ja. Ich meine, das ist ein Pass und ein Gerät drauf. Und zusätzlich kann ich von der Ferne in der Administrationskonsole von Office 365, Outlook, was ich was immer sagen, kill das Gerät. Mhm. Ich meine, er killt dann halt nur den Teil der Dinge, die drauf sind. Also zum Beispiel, bei mir ist so, in meinem Hotmail-Account kann ich halt in Hotmail-Konsole gehen, sehe ich welche Handys ab und kann sagen, okay, der ist weg. Und dann ist der Inhalt auf dem Server auch weg. Mhm. Mhm. Gut. Smart Application Assistenzfunktion. Eine Sache, die mir recht gut gefallen hat, man kann es lesen, ist, ich weiß nicht, wie lange ihr Office verwendet. Ich verwende Office seit, frage mich, Word 1.0 unter DOS mit einer ganz alten Maus mit grünen Tasten noch und einer Steuerkugel drinnen. Jedenfalls relativ lang und ich liebe es. Ich liebe es, wenn irgendwas umgestellt wird und irgendwas anders ist. Ja? Der Ferdinand ist nicht da. Der Ferdinand hat gesagt, einmal im Jahr hat er die Notwendigkeit, dass er einen Serienbrief macht. Ja? Und dann such einmal in der Office-Version, die du gerade hast. Nach dieser Serienbrief-Funktion, die man halt zeitweise noch braucht. Die Idee jetzt bei Telmi ist, dass ich halt da oben eintippen kann und der sagt mir halt, also das Office sagt mir, wo diese Dinge sind, versteckt in der aktuellen Zeit. Seltsames Feature, aber was funktioniert. Ja, die Nachfolger der Büroklammer, ne? Ja,
eine, ich meine, die Cortana ist ja eigentlich eine ultimative Büroklammer. Vor der Büro, also lange vor der Büroklammer, ich habe noch ein T-Shirt zu Hause, gab es Microsoft Bob. Have a nice computer, genau. Das Slogan. Also so ein Smiley mit Nerd, Augenglaseln. Ja? Aber die Idee ist eigentlich bestechend. Ich meine, das Drum ist intelligent und das Drum soll mir helfen. Ja? Es soll halt mit der Hilfe nicht mehr Schaden anrichten, wie Nutzen bringen. Und inzwischen, glaube ich, ist die Technologie so weit, dass man zumindest den englischen Sprachraum das recht gut im Griff hat. Ich weiß es nicht, wie weit es im deutschen Sprachraum funktioniert oder funktionieren wird. Keine Ahnung, wie gut das ist. Das weiß ich nicht. Vor allem, wenn man dann nicht Hochdeutsch spricht, sondern vielleicht einen Indischen. Was ist man die Idee, das Texteingabe. Ist eine Texteingabe halt, tell me und sagen wir, Autoserienbrief. Ja, Serienbrief. Ich glaube, dass du die Stichwörter wischt, dass er es erfindet. Ne? Das ist halt die Weiterentwicklung der Technik, halt einfach zu hoffen, dass da das weitergeht. Was auch noch ist, es kommen dann so Online-Annotationen, automatische dazu, wo halt von der mit Cortana ähnlicher Funktionalität versucht halt im Lesemodus, wenn ich jetzt lesen tue, Dinge rauszufinden. Ich meine, keine Ahnung, es sind, für mich klingt diese Neuerungen im Apps-Bereich halt die sehr, sehr, sehr feinen Adjustierungen halt noch, da hat man noch Kleinigkeit gefunden, da sind für mich nicht so gravierend Neues. Ja. Excel hat wahnsinns neue Hyperanalysefunktion dazu, die hat natürlich auch neue Diagramme, die man in allen Applikationen einbinden kann, die halt noch witziger und schöner sind. Ja. Muss man im PowerPoint, das war jetzt gar nicht. Outlook hat was Neues dazu gekriegt, das nennt sich Clutter. Das ist irgendwie, ich bin schon neugierig, was das wirklich ist, halt einfach E-Mails, die nicht so wichtig sind. Automatisch eine. Bin einmal neugierig, was das wirklich ist. Also die ganze Idee dahinter ist halt, so wie du gesagt hast, die Büroklammer Vision halt in Richtung heute zu verbessern. Ich meine, diese Cortana in Windows ist ja ähnliches. Ja? Ich meine, auf Sundgraf auch diese ganzen Technologien, die selbstfahrende Autos inzwischen produzieren, halt. Das selbst einpacken will. Ins Office sind jetzt gehalten. Die hat schon gesagt, was ist der Status? Ja. Es ist eine öffentliche Beta oder Preview, das heißt, jeder kann es runterladen. Für Windows sieht man es dort, für Mac da, Android und iOS halt in entsprechenden App Stores. Eine Frage, was ist das öffentliche Beta? Viele von uns haben Beta noch nie verwendet im Leben. Ändert, ist das instabil oder ja, ist es fertig? Ist zum Anschauen, ausprobieren. Aber so echte Daten drücken lassen, das ist. Ja, Daten, sagen wir so, Daten macht es keine kaputt, aber zum Beispiel diese Beta, also ich verwende die Beta exzessiv am Mac. Okay. Unter Windows habe ich es verwendet, darauf habe ich einmal angeguckt, darauf habe ich mir gedacht, warum? Es ist nichts Neues dabei, das unbedingt braucht, das gehe ich wieder zurück auf meine normale Version. Okay. Aber Mac verwende ich es eigentlich dauernd. Und es ist halt so, alle paar Tage sagt er einfach, es tut mir leid, ich habe mich unerwartet beendet und die Arbeit ist eh nicht weg, weil ich dazwischen abspeichert, aber es ist halt mühsam, weil ich das Ganze halt nicht einen Fehlerbericht senden, ja. Also das heißt, du musst dazu zusätzlich. Genau, er crasht einfach öfter. Also crasht öfter. Aber die Daten sind. Manchmal sind Funktionen drin, die dann gar nicht ins Produkt wirklich. Bei mir sind die Daten nicht. Oder wie können die das funktionieren? Ich meine, es ist eine Versuchsversion. Ich meine, die ist nicht fertig getestet. Es gibt da dauernd Updates. Ich weiß nicht, direkt alle zwei Wochen mindestens eine neue Version. Okay. Das hat Andi Schabo so erklärt. Also die Microsoft macht das halt. Ein Verfahren, wo man halt einfach sagt, es gibt Leute, so wie mich, die verrückten es an, dass einfach um den letzten Zeig mal durchspülen wollen. So versucht es. Genau. Und dann gibt es Leute, die sagen, ich will arbeiten. Okay. Und dann gibt es Leute, die sagen,
Es funktioniert. Ever angreifen. Ich brauche kein Touchscreen. Ja. Okay. Ich habe einen Bankomaten, der nicht im Internet und so weiter. Ja. Ja, diese Zielgruppen, dass man entscheiden kann, halt, wie oft man was kriegt, das ist so. Und der Peter ist halt ganz, ganz drüben, der sagt, mir ist egal, ich will mir das Letzte und wenn das Ganze mal um Touren fliegt. Aber ich glaube, und morgen willst du dann nehmen, dann gehe ich wieder zurück auf das andere. Ja. Und das ist meine neue Strategie, dass man halt das Ganze öffentlich macht. Sogar Apple macht das inzwischen. Dass man halt irgendwann einmal relativ spät dann Vorschulversionen haben kann, die noch nicht fertig sind. Okay. Das sind Agile. Okay. Gut. Das ist eine Slide, die habe ich geklaut. Irgendwas, das ist das, was bei Office 365 in der letzten Zeit alles an neuen Features und Funktionen dazu kam. Also, das ist eigentlich auch schon skeptisch. Ich finde das auch ständig so. Du kannst nicht lesen. Es ist die Auflösung von Emma. Zum Beispiel ein Tipp ist OneNote für iPhone und Android. Oder den Yammer-Login für Android und so weiter. Also das Thema ist das, dass halt mit dieser Integration mit Office 365 sich permanent neue Möglichkeiten ergeben und es nicht mehr so ist, dass man halt Version A hatte und dann ein paar Jahre lang und dann Version B, okay. Dann permanent Kleinigkeiten. Das heißt, wenn man Office 365 hat, kann man irgendwo im Administratorbereich sich zu einem Testhasen quasi so melden. Für die große Version ja. Für die Enterprise-Version. Genau. Und wenn man dann mit zu vieles Guten hat, kann man wieder mal zurück in den sicheren Gewässer zurückkehren, oder? Pro Benutzer. Kann ich sagen, ob der Beta-Tester sein darf oder nicht. Okay. Und dann als Benutzer kann ich auch die Entscheidung machen, ich muss nicht. Also wenn man Administrator und sagt, okay, ich erlaube es dir, dann ist mir immer die Sache vom Benutzer, nehme ich es an oder nehme ich es nicht an. Okay. Hast du das jetzt das Outlook eigentlich ein eigenes Produkt in dem Office? Nein, nein, es gibt. Das kommt da eigentlich irgendwo mehr vor, ne? Ja. Oh, aber es gibt, bei Microsoft gibt es zwei Produktbereiche. Das eine ist die normale Office-Schiene, die inkludiert Outlook, die inkludiert Technologien, die das Rückgrat bilden, wie eben früher hat es Gassen Exchange Server, im Prinzip das Exchange Online oder bei mir in der Firma, wo ich mit Outlook darauf zugreifen kann oder auf anderen Diensten auch. Das ist Bestandteil vom Office nach wie vor. Dato ist ein SharePoint, Bestandteil vom Office. Parallel dazu gibt es aber endkundenfokussierte, gratis werbefinanzierte Dienste. Outlook.com ist einer dieser. Outlook.com hat den Namen von Outlook, die Oberfläche nähert sich immer mehr Outlook-Dingen an. Ist aber gratis, ich kann natürlich auch dann durch Einwurf kleiner Münzen mehr Speicherplatz und so weiter kommen. Das ist Outlook. Dazu gibt es OneDrive. OneDrive ist einfach wie eine Dropbox, nur halt die Microsoft-Variante. Was bei OneDrive dabei ist, ist, wenn meine Dokumente online gespeichert sind und ich über den Webbrowser zugreife, habe ich auch Office dabei, eine Online-Version. Das heißt, ich kann auch die Dokumente editieren und so weiter, aber halt nur im Browser. Ich kann mir privat die Office-Version, die ich mir gekauft habe, auch mit dem OneDrive verbinden und dort Dateien speichern. Mhm. Und das ist halt die Privatgeschichte. Auf der Business-Geschichte habe ich auch noch OneDrive. Das, was früher, also das ist ein Teil von SharePoint, der halt noch mehr Möglichkeiten bietet, die Versionierung und so weiter, die dem OneDrive nicht zu kosten. Mhm. Und viel, viel mehr andere Features. Mhm. Das heißt, beim OneDrive ist das Office quasi dabei. Die Online-Version in einem Browser. Und wo ist der Nachteil, wenn man die verwendet? Was ist offline Verbindung hat? Achso, ja, okay. Wenn ich keine Verbindung habe, geht es nicht. Ja. Das heißt, ich kann das Dokument dann nicht einmal anschauen ohne Internetverbindung. Es gibt einen OneDrive, kann man es dann runterspülen und es gibt schon Viewer-Technologien überall einbaut. Also wenn ich weiß es nicht, ich bin jetzt im OneDrive, mache ein Dokument und sage, okay, ich schicke das jetzt an alle von euch. Ja? Und wenn ich in dem Fall das Ganze auf mein iPhone öffne, gibt es einfach einen Office Viewer drauf, ja, wo ich einfach das Zeug sehe. Ja.
Und wo ist es dann gespeichert? Also wenn ich jetzt über OneDrive ein Dokument erstelle, mit Word zum Beispiel. Nein, in OneDrive ist gespeichert, solange bis es auch runterzieht. In der Cloud, aber das heißt, ich kann es schon auch runterladen. Ja, auf meinen Rechner speichern, nur dann könnte ich es nicht mehr bearbeiten, wenn ich jetzt nicht die Applikation habe. Ja. Haben die Browser-Versionen dann weniger Features im Office drinnen? Ja, sicher. Schon. Also ich kann nicht, das ist ein Seriebrief oder sonst etwas gehobenes. Seriebrief habe ich keine Ahnung. Also es ist weniger. Ja. Es ist weniger. Okay. Also es ist sicher, ich meine, Browser-Version ist eingeschränkt. Ja. Und wie geht sie auch laufender weiter? Also keine Ahnung, wie die Einschränkung morgen ist. Ich meine, es wird immer, sagen wir so, ich meine, Microsoft ist ein kommerziell orientiertes Unternehmen, die einfach Interesse am Geld zu machen. Ja. Das heißt, die werden immer versuchen, das Ganze so schmackhaft zu machen, in einer Balance, dass man halt sagt, okay, ich zahle Geld für mehr Funktionen. Das ist halt mein. Gut. Das ist eine Geldfrage, ne? Ich kann mich erinnern, bei 2013 oder 10er Version oder was, habe ich irgendwo braucht plötzlich ein Office, bin in das Geschäft gegangen und ja, wo die Hacker waren, passt, macht. Ne? Dann hat sich herausgestellt, dass also mein Outlook nach wie vor veraltet war, weil das war da nicht drin dabei. Mhm. Dann haben wir Outlook extra, Solo gekauft, das hat dann mehrfach kann man nicht sagen, aber 5% mehr gekostet, als die ganze Office-Version gekauft. Es geht um Privatanwender. Privat, korrekt. Okay. Bei Privatanwendern gab es eine Version zum Kauf ohne Outlook, auch als Privatanwender, ich meine, ich weiß jetzt nicht, was die aktuellen Kosten sind von einem Office 365. 69 für eine Person, 69 im Jahr für eine Person, ja, für 99 für 5 Benutzer. Ja. Das ist ein Office dabei. Das ist aber, da war das auch privat. Da ist Outlook auch dabei. Da ist alles dabei. Da ist sogar Access und. Na gut. Und was kostet die Version, wenn man es kauft? Also als ich bin ganz seltsam. Ich bin vielleicht ein seltsamer Mensch. Mir ist lieber, ich kann eine Software zu Fixkosten im Jahr mieten. Ja? Weil ich kaufe mir eh alle paar Jahre eine neue Software. Und das ist, also ich kann es nur sagen, nicht Microsoft, Adobe. Adobe wird total von alle bekriegt, weil Adobe-Dinge man eigentlich nur mehr vernünftig als Miet-Version kaufen kann. Und die kostet 10 Euro im Monat, die Version. Um Gottes Willen. Ja. Bei Photoshop, der da drinnen ist, habe ich pro Jahr, weil sie immer eine neue Version ausgebracht haben und die letzte Kameraversion nicht drinnen war, habe ich, ich weiß nicht, 300 Euro oder 200 Euro im Jahr gezahlt. Ja, ich habe die Software, ich besitze die Software nicht. Aber ganz ehrlich, den Photoshop, den ich vor 5 Jahren gekauft habe, der geht auf mein Mac OS oder mein Windows von rein nimmer. Der stürzt da, der ist nicht dafür gebaut, das funktioniert nicht, das Zeug. Nicht weil Windows oder Mac schlecht ist, sondern weil damals, wie die Software gebaut haben, das nicht gemacht habe. Der ist offen wie ein Scheunentor mit Sicherheitslücken, wir hängen alle halt sogar im Internet drinnen. Das heißt, ich begreife diese Idee, weil ich werbe die Software nicht, ich werbe ein ewiges Nutzungsrecht auf veraltete Software. Ja? Warum sollte ich das kaufen? Ich kaufe lieber Nutzungsrecht, solange die Software braucht, das weg billiger ist. Ja, ich muss halt das dauernd kaufen, solange ich die Software verwende. Ich meine, es gibt ja Leute, die Software dann nicht so oft verwenden und sagen, okay, ich brauche nicht immer das neueste Update, ich verwende es einfach hier und genau, da. Genau, ich nicht brauche, jedes Monat dafür zahlen. Ich brauche das nicht. Ich verwende Internet Explorer 6. Und bin offen im Scheinendorf, weil ich im Internet bin. Wir leben in einer realen Welt. Ja? Wenn ich ein normales Gerät habe, dann muss ich adäquate Software drauf haben. Und meine Meinung ist, das bleibt als ein Mietkauf dafür. Mhm. Halt. Aber es ist meine Meinung. Ich sage nicht, dass ich gleich zum Leser bin. Ich sage einfach meine Meinung. Ja. Und was schon ist, und das ist für mich positiv als Nutzer, die Preise sinken durch diesen Mietkauf. Also wir haben gehört, ich meine, ich weiß nicht, was für 69 Euro groß sind. 69 für einen, 99 für 5. Für 5 Leute, ja. Also ich habe im Jahr 92 oder so irgendwas, das Office kauft, glaube ich, um 10.000 Schilling pro Platz.
wollten, glaube ich, 2 Jahre dauern. Also dann ist ein Update gekommen und dann habe ich halt wieder bezahlt. Ja. Mhm. Das geht mir nicht mehr. Ja, ja, genau. Auf dem Rechner von damals ist er ja sicher, wenn ich ihn noch finden will und die Disketten noch finden will und ein Diskettenlauf noch hält. Kann man Flo machen? Genau. Gut, das heißt, meine Empfehlung ist, zu überlegen, ob dieser Mietkauf nicht besser ist, weil was schon ist, ist, in diesem Mietkauf sind immer auch Services inkludiert, weil heutzutage eine monolithische Software, das rein nur am PC rennt, die bringt man weniger wie eine Komplettlösung. Ja? Eben wo ich zum Beispiel diesen OneDrive dabei habe, Speicherplatz für OneDrive Business, wo ich eben Daten austauschen kann, wo ich mich nicht mehr kümmern muss um Backup. Ja? Ich habe 1, 2, 3 Geräte mit, da haben wir noch ein paar mehr. Ja? Auf denen sind virtuelle Maschinen drauf. Ja? Ich will mich nicht darum kümmern, wo meine Daten sind, und dann mal Backup machen und ich mag halt dieses Zeug sicher irgendwo abgelegt haben, wo das Backup davon gemacht wird. Ideal in einer Version, Versionierung damit, wann ich irgendein Plätzchen noch immer zugeben kann in eine andere Version. Ja, gut, ich sage, das sind dann alle meine Daten im Internet irgendwo auf irgendeinem Server. Und klar, das ist halt die andere Geschichte. Wann der PC nicht gescheit geschützt ist, sind es auch im Internet, obwohl es dort gespeichert ist. Naja, aber das kommt darauf an. Ich meine, theoretisch kann man den natürlich hacken. Die Frage ist nur, wer hat Interesse, eine Privatperson zu hacken? Das Interesse von dem, die Rechenleistung von dem, es sind zwei Dinge dabei. Das eine ist die Rechenleistung von dem zu missbrauchen, um andere anzugreifen und damit Geld zu machen oder einfach erpressen. Da was drauf zu installieren, der die Daten verschlüsselt. Das sind noch drauf gespeichert, aber ich kann es nicht mehr lesen, weil halt der mehr erpresst, der Geld dafür haben will. Das sind konkrete kriminelle Interessen, die Leute haben. Und der Nutzt, also es ist ein Trugschluss zu sagen, ja eben, ich speichere meine Daten hier und keiner kann, wenn ich meinen PC nicht wirklich gut geschützt habe. Das sage ich, für mich ist es wichtig, ich will einen Anbieter haben von Speicherdiensten, dem ich vertrauen kann, dass er das Ganze sicher hält und den Zugang auch schützen mit Multifactor Authentication. Das ist für mich besser, weil damit weiß ich, die Daten sind gut, die Daten sind dort auch gespeichert, also Backup gemacht automatisch. Der Vergleich hinkt ja ein bisschen, oder? Warum? Nur weil das Ding jetzt unsicher ist, muss es ja nicht dann in der Cloud speichern, genauso unsicher dort haben. Im Cloud ist, meiner Meinung nach ist es eine Illusion, dass die Cloud unsicher ist, wie. Ich meine, das war jetzt nur irgendein Ding, ich meine, wie der Mac. Ja? Das ist ein Mac. Da gibt es überhaupt keine Sicherheitslücken. Apple sagt es. Das ist eine Sicherheitslücke. Ja, also wo ich sage, jegliches Gerät, das ich mit meinen Leihmitteln nicht gescheit abgesichert habe, weil ich, das ist nicht sicherer wie eine Cloud-Lösung. Ja, ich lege meine Daten in die Cloud, weil es dort genauso sicher oder unsicher sind wie auf meinem. Also meine Meinung ist, meine Daten sind sicherer in der Cloud. Sicherer in der Cloud. Ja. Okay. Ja, das wäre das, was man überzeugen müsste, die Leute. Meine Meinung. Das ist das Gefühl für mich, oder ist das. Nein, es ist für mich so. Ist für mich so. Ja? Ich bin zwar bedankt, aber ich bin nicht, ich bin kein Buchhalter von der Mentalität. Ich mache kein Backup. Ja? Ich habe ein Raid Array, aber wenn ich es einmal drauf lösche, dann nutzen wir das Raid nichts. Ja? Ja, das propagiert sich sofort weg. Ja? Aber das andere ist ja die Sicherheit, dass niemand anderer darauf zugreifen kann. Wie gesagt, ich sehe es als Gesamtbild, weil ich will haben, meine Daten, dass die sicher irgendwo verwahrt werden und dass ich darauf zugreifen kann. Und sie sollen auch dagegen geschützt sein, dass wir anderer Missbrauch mit Daten. Also wie gesagt, Zugriff anderer auf meine Daten ist mir wurscht, Missbrauch ist mir nicht wurscht. Ja, das kann man ja nicht mehr beeinflussen, wenn einmal auf die Daten Zugriff hat, kann man es auch missbrauchen. Zugriff zum Beispiel, ich will haben, dass meine Frau auf meine Daten zugreifen kann. Aber ob die Daten in Europa oder in Amerika liegen, ist mir wurscht. Ist mir nicht wurscht, nein. Deswegen habe ich meine Business und die Daten, die in Europa liegen müssen, die liegen in Europa. Ich glaube, bei Europa. Sind die Daten sowieso? Momentan.
Jetzt, was ist in 2 Jahren oder 10 Jahren? Ja, das ist einfach ein Vertrag, den ich mit dem Anbieter habe, dass der sagt mir und garantiert mir, dass die in Europa sind. Und wenn das nicht mehr ist, dann kann ich die nehmen und irgendwo anders hingehen. Und der hat immer gut in Kopien davon. Ja, wobei das sehr trügerisch ist, was man sicher hätte. Ja, aber dann ist wirklich nur anders mein Leben als eine Dropbox. Davor ist auch die Frage, wenn ich dann im Internet mache, ob ich es dann am Computer auch oder nur in der Wolken? Ja, ich habe immer synchronisiert das Ganze, ja, in meinem Fall. Also auf alle Geräte. Ach, doch, Backup. Ja, ich schon, ja, weil ich jetzt faul bin. Man muss man nicht. Wenn man ein Problem hat mit der Klammer, ja, ich würde das nicht machen. Dann kann man es auf dem PC aufschreiben. Ja, jederzeit. So. Und noch eine Frage zu diesen gekauften Office, also gemieteten. Ja. Da habe ich die Software auch auf dem PC. Ja. Okay. Das heißt, wenn ich nicht im Internet drinnen bin und ich gehe mit dem PC spazieren, kann ich alle Features verwenden. Okay. Ja. Und das ist auch jetzt schon personengebunden. Das heißt, ich kann sagen, ich habe ein Office 365 und kann das auf allen meinen Geräten dann verwenden. Es gibt alle 10. Wie viel Limits an die Geräte, ich weiß nicht. Also da steht irgendwas, ein PC weg, ein 5 Geräte, was? Das heißt, pro Person 5 Geräte. Also 5 PCs, 5 Telefone, 5 Tablets. Ja, das sind die aktuellen Grenzen. Ne? Für eine Lizenz ist das dann? Ja, ja, das für die individuelle Lizenz. Für die 5-Personen-Lizenz. Nein, für die 1-Personen-Lizenz. Nein, 5-Personen-Lizenz sind 5 mal 5 mal 5 mal 5. 1-Personen ist 1 mal 5. Jetzt geht die Lizenz nicht mehr aus. Wenn jetzt eine Lizenz kauft. Für wen? Für mich. Eine Person. Dann kannst du es auf 5 Geräten verwenden. Insgesamt. Auf 5 PCs, auf 5 Handys. Na, da steht nicht. Ja. Also, Office 365, ja. Also die Hände, wenn sie mal 5 mal 5 mal 5 auf mit 15 Geräte. Also mein Gott. Es sind 5 PCs, 5 Handys, genau. Und 5 Tablets. Das geht so. Da muss ich jetzt echt fühlen. Also wie ich mit Kindern. Es sind 6 PCs, 2 Handys und 5 mal 5. Genau, 20 mal 5. Da kennt ich 5 Geräte von denen. Das hat keine andere Ordnung. Also der verwirrt das mal. Ja, 15 Geräte. Ja, aber nicht 15 PCs. Das zum Beispiel. Das muss auch 5 15 PCs, Familienaccounts. Das wäre dann unter unserer Lizenz, da könnte man das Ganze mal finden. Aber mehrere Benutzer. Du hast geredet über die Sicherheit in der Cloud. Ist da diese Cloud für Business und Cloud für Privat das gleiche, die Sicherheit, was Sicherheit betrifft, oder sind die Business Cloud von Microsoft sicherer als die Privat? Also das Gratis-Angebot OneDrive garantiert nicht, wo die Daten gespeichert sind. Okay, also das ist aber nicht garantiert. Ja. Bei Business ist das... Garantiert. Das Backup wird garantiert, immer, auch bei Privatkunden. Ja. Also das heißt, wenn die Server abrennen oder sonst was, ist das noch irgendwo anders sicher gespeichert. Das sicher. Aber also die Verfügbarkeit von Teams ist gegeben. Aber die sagen Datenschutz, die gibt es. Sie haben es. Also im Business-Bereich ist wichtig, dass die Datensicherheit noch losgeschrieben wird, in dem privaten Bereich. Nein, was im Business-Bereich gibt es irgendwelche Service Labor Agreements, wo man sagt, so und so viel Prozent im Jahr, so und so viele Stunden, Tage, Minuten im Jahr ist das Ganze garantiert verfügbar. Und in dem privaten Bereich gibt es das einfach nicht, also die Garantie. Im gratis privaten Bereich gibt es das nicht. Und in dem, dem bezahlten privaten Bereich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Muss man auch schauen. Das war nicht. Gut. Not? Ja. Not. Gut. Irgendwelche Fragen noch an Martina? Weil wir haben noch eine Viertelstunde. Ich habe eine ganze Session zum Thema Security. Dürfen wir alle dort werden? Ja, genau. Genau, wer passt? Sorry, ich habe der Gegner gelesen. Ich bin nur der Ausführer. Nein, ist ja gut. Der nächste Vortrag. Gut. Schauen wir mal. Ja, Demo. Meine Empfehlung war, wenn ihr euch das Ganze neu angeschaut habt, dann OneNote. Was für Version nehme ich?
Das ist die, die schaut am PC genauso aus, die schaut am Handy auch genauso aus. Ja? Der Riesenvorteil von OneNote ist für mich einfach ein portabler Notizzettel. Ja? Aber ein Notizzettel, den ich auch teilen kann. Ja? Das heißt zum Beispiel, ich unternehme mit einem Kollegen eine Fotoreise. Ja? Daraufhin habe ich ein OneNote-Dokument aufgemacht auf meinem OneDrive. Also ich sage jetzt OneNote. OneNote muss die Daten irgendwo speichern. Ja? Und ich kann es entweder bei mir im Rechner speichern oder, und das sage ich jetzt für mich einmal in Richtung Privatperson, also ich sitze mit so einem Privatpersonen-Hut. Ja? Ich speichere meine Daten am OneDrive, das ist eben die Microsoft-Funktionalität von Dropbox. Ja? Und dann teile ich dieses Arbeitsblock mit meinem Freund. Und daraufhin kommen beide an den ganzen Arbeiten. Das Thema ist jetzt da, man sieht das Ganze nicht, das Ganze hat geheißen Lanzarote 2014, aber das war halt, ja, ich habe keine Internetverbindung. Das ist ein Arbeitsbuch, das gemeinsam mit meinem Freund bearbeitet wird, wo er und ich halt einfach das Ganze gemeinsam sehen, gemeinsam bearbeiten. Nur der einzige Unterschied ist, dass wenn irgendwas schreibt, sich in nichts, und wenn er was schreibt, sich am Rande das Ganze markiert, dass das er geschrieben hat. In einer anderen Form. Der Metapher von dem ist einfach, ich habe da meine Reiter, wo ich verschiedene Ablagesysteme, also ich habe mal ein Dokument in dem Fall, das heißt halt Notizbuch von Ande, das kann auch genauso Lanza 14 sein, in dem habe ich Da-Reiter und Da-Reiter, wo ich einzelne Seiten einführen kann. Das ist ja eine zweistufige Hierarchie. Ich kann da sagen, da geht es um schnelle Notizen, da geht es um die eine Firma für die Arbeit, da geht es um irgendwelche anderen Jobsachen, EDV-Sachen für den Computer, Archiv und so weiter. Das sind meine Reiter halt wie Ordner. Oder wie diese Ordnerreiter halt. Wo ist denn der Unterschied, wenn es da ein Word-Dokument anlegst, das gerade auch gesagt, das kann man ja auch mit anderen zugleich bearbeiten. Ja, aber ein Word-Dokument hat halt auch Dokument. Das ist ein strukturiertes Ding von Haus aus. OneNote ist ein strukturiertes Notizen. Bitte. Ja, Zeit. Also ich verwende OneNote, um Gedanken zu sammeln, also mal unstrukturiert reinzuschmeißen. Ja. Ich kann auch zum Beispiel Excel-Files reingeben, ich kann Visio-Dokumente reingeben, ich kann Webseiten eingeben, ich kann Bilder reingeben. Und wenn ich da ein Dokument schreibe, das Word-Dokument, das strukturierte Dokument, dann nehme ich die Informationen aus dem OneNote raus. Und ich kann das im OneNote mit mehreren Personen gleichzeitig machen, die Informationen sammeln, in einem Projekt zum Beispiel, dass sie leider einfach die Informationen zusammentragen und dass ich nachher sage, ich schreibe das Dokument oder wir schreiben dann gemeinsam das Dokument. Ich glaube, das könnte ein Word-Dokument auch sein. Du kannst da eine Tabelle einführen oder sonst was. Im Word habe ich die Pflicht, eine Struktur zu haben. In OneNote habe ich ja quasi ein gewolltes Chaos. In OneNote kann ich in jedem Punkt von der Seite kann ich anfangen zum Schreiben. Und bei Word habe ich ja Absätze, Umbrüche. Ein Papiermetapher wäre das. Ich nehme ein Blatt Papier und schreibe jetzt. Genau, ich fange einfach irgendwo an. Das wäre Word. OneNote ist, ich habe hunderte Post-its, die schreibe ich mir und tue ich kopieren. Und dann denke ich mir, das tue ich umkopieren. Und dann biege ich die daher und daher und daher und wir diskutieren mit drüber. Aber ich habe es anders wie ein Blau, das. Richtig. Ja, also oder ein Ringbuch, ein Heftel. Heftel ist die richtige Metapher. Das Seiten für Seiten, das hat, wo ich nicht einfach die Seiten, ich kann die Seiten ausreißen und eine picken woanders. Aber das ist nicht die Intention dahinter. OneNote ist ultimative Geschichte, wenn ich halt einfach mal überlege irgendwas, dann schreibe ich mir kleine Post-its und jeder von uns schreibt uns Post-its und dann haben wir die auf dem Tisch und so Anordnung und dann entsteht eine Geschichte. Und dann sagt man, okay, das hat jetzt ein Gesicht, das schreibe ich zusammen, indem ich halt einfach die ganzen Post-its nehme und dann im Prinzip in ein Heftlein pick. Also man kann Word-Dokument. Ja schon, aber ist das jetzt, dass die Ansicht, die wir jetzt sehen, ist das jetzt ein Dokument quasi? Oder? Das ist ein OneNote-Dokument. Also das hat heißt, im Notizbuch von angekommen. Und ich habe andere. Und da sind die ganzen Reiter drinnen. Wenn du jetzt ein anderes Dokument öffnest, sind wieder alle Reiter drin. Genau. Das wäre im Lanza 14, hätte im Reiter für, weiß ich nicht, Orte für Essen gehen, Orte zum Fotografieren. Achso, das heißt, du kannst in jedem Mitnehmen. Also das ist einfach diese Dinge waren die verschiedenen Tafeln, wo meine Post-its bitten. Das
ist auch noch mehr Unterdings, also ist ein Platz, wo die Post-its liegen und da drinnen picke ich meine Post-its ein. Wenn du das schreibst, konkret eingeben willst, dann schreibe ich in den Text, dann schreibe ich da einen Text. Und wo ist dann der? Dann schreibe ich da einen Text, in dem Dokument automatisch speichert. Ja, aber unter welchem Reiter ist der jetzt dann? Der ist der Reiter Test. Was eine gute Analogie ist, ich habe bei OneNote mir vorstellen, wie ein weißes Blatt Papier, ja, wo ich mit einem Bleistift einmal Notizen draufschreibe, bei einem Meeting zum Beispiel, und dann habe ich vielleicht noch ein Post-it, wo Informationen draufstehen, die gebe ich auch noch drauf auf die Papierseite, dann habe ich vielleicht noch einen Flyer von einer Veranstaltung und lege auch noch mit dazu, allem drum und dran, und habe Mappen mit den ganzen Sachen drinnen, und Word ist dann quasi, ich nehme neue Seiten weißes Papier und gebe mir eine Schreibmaschine rein und schreibe das strukturiert nach unten. Ein Heft, ich beginne ein Heft zu schreiben. Ja, also jetzt ein Heft quasi, ein College-Block oder irgendwas, wo ich einfach Notizen sammeln und dann mit Word schreibe es dann strukturiert hin, das was ja dann wenn herzahlen kann, ja, quasi offiziell. Und kann man das dann da auch umsortieren oder was einfach? Ja, man kann es herumschieben, man kann die Notizen untereinander verlinken, man kann Text verwenden und nach dem Text suchen, man kann dann zum Beispiel, ihr könnt jetzt von dem ein Foto machen und das in OneNote reinladen und dann in den Text von diesem Zettel suchen. Also er erkennt Schrift auf Bildern. Und ich kann dann in diesen Text suchen. Ah, das geht auch teilweise schon mit Handschriften recht gut, also mit meiner Handschrift nicht, aber wenn man genau, was super. Ja, wo war das meinst du? In OneNote. Also in OneNote, ja, auf hier, okay. Auf dem Surface, ja, habe ich einen Stift. Und da schreibe ich einfach mit dem Stift meine Notizen im OneNote. Und was das OneNote macht, ja, das OneNote immer. Wenn ich zum Beispiel, ich sehe einen Artikel, fotografieren auch, da gibt es eine eigene Applikation, die nennt sie Office Lens, drauf gibt es unter Android genauso. Ja. Und die hole ich dann dort eine, darauf findet er automatisch den Text optisch erkennen dahinter. Hinter dem Büttel. Also unser das heißt, Büttel, jein. Es ist OCR, aber auf einem komplett anderen Ort, weil meine Klaue, ja, erkennt er. Aber meine Klaue ist ja viel mehr wie der Text. Den Text dahinter will ich meistens gar nicht so als Text haben, sondern ich will meine Notizen haben. Ich will das Originalfoto haben, weil das sich ja war in einem Büttel und so weiter. Was man noch macht, ist dahinter unsichtbar für den Text. Und ich kann, wenn ich das Ganze anklicke, mal den Text erholen im Vordergrund. Aber das Zentrale ist es, indiziert beim Suchen. Ich kann dann suchen und er findet auch alle Zeitungsartikel, die ich eingegeben habe. Alle Handschriften. Ja, das heißt, wenn du handschriftlich was schreibst, das bleibt so wie es ist. Genau, dahinter hinterlegt, versucht er das Ganze zu erkennen und hinterlegt automatisch den Text. Das ist ohne irgendwas zu machen. Da kannst du auch suchen dann danach genau, und das kannst du auch in die Zwischenablage nehmen. Und ich habe jetzt noch keine Möglichkeit, weil, ja, ist das auf dem noch. Er erkennt es im Hintergrund, ich kann natürlich aber diesen Text auch nehmen und dann in den Vordergrund geben, wenn unbedingt. Na, du könntest den erkannten Text auch sagen, ich genau, würde den jetzt im Word-Dokument als genau, Text drin haben. Genau. Ohne dass man gleichzeitig ist. Also OneNote ist mein OCR-Programm. Wenn ich irgendwo irgendwas OCRen will, dann mache ich das ja auch noch. Es gibt da einen netten Schmäh zum Beispiel, so wie Windows-Voranmeldungen zum Beispiel, kann man ja den Text nicht markieren oder den. Genau, dann macht man einen Screenshot von der Fördermeldung und probiert es ins OneNote rein und dann kann ich mit einem Rechtsklick aufs Foto im OneNote kann ich sagen, gib mir den Text davon und kann den Text nachher in Google eingeben und oder Bing, was auch immer. Und kann dann noch nach dem Fördercode suchen quasi und kriegt dann die Lösung. Okay. Also das ist so der Ansatz. Ja. Also OneNote ist vielfach unterschätzt. Ich bin ein großer Fan davon. Was OneNote fällt, was ich gerne hätte, war Mindmapping, aber das fördert. Dann packt man nicht schwer. Und welchen Paketen ist das jetzt da drinnen oder muss man das wirklich machen? OneNote ist eigentlich, glaube ich, ein gratis Werkzeug, das so oder so macht, selbst wenn es kein Office hast. Ich weiß es nicht, am Mac ist es so. Das hat sich, glaube ich, geändert. Es ist überall gratis. Ja, du warst gut, ich habe mich nicht gefunden. Also, es ist im Office drinnen, aber früher war es eben so ein verstecktes Ding. In der Zwischenzeit haben sie es rausgefunden. Ja.
Es kennen zu wenig Leute und wir sind unter Gratis gemacht. Eine andere Frage, ja. Kann ich da quasi auch so eine Art Story machen, wenn ich jetzt Fotos habe, kann ich mir die Fotos hinlegen und verschieben oder so aus? Also jedes dieser Dinge ist ein Element, ob das jetzt ein Text ist oder ein Foto, ist es wurscht. Und den Text kann ich jetzt runterziehen oder raufziehen, oder wie? Den du jetzt da hast. Aha. Das ist ein Baustein. Und der Baustein kann eine Grafik sein. Ich kann am Surface das Ganze einringen, markieren. Da kann ich einfach mit dem Zeug so malen. Gut, aber da geht es ja Mindmapping eher draus machen. Aber es gibt einen Mindmanager und wirklich gute Mindmapping. Ja. Also das kann das man eh. Bitte? Man muss Zeichnen quasi. Ja, mit Mindmanager, da bin ich wirklich schnell. Das kann aber nicht. Wo wird diese Datei dann abgespeichert? Unter eigene Dateien oder wo? Ich sage, gut, das ist jetzt die Mac-Version. Ja. Jetzt weiß ich es nicht. Ich gehe auf die Windows-Version aus. Ich wollte mit Mac jetzt sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich da OneNote überhaupt installiert habe, weil das habe ich halt, ja, OneNote. Die Frage ist, ob man das irgendwo so versichert im System oder ob man das sagen kann, was ich spiele. Ja, kann man. Man kann es nicht ausschreiben. Kannst nicht, wenn nicht. Nein, ich würde das zuerst einmal entnehmen. Ich habe das Schatten unter dem Ding aus der Kommentare. So, dann mache ich nochmal. Eins, dann kommt es da. Ja, aber das ist eine One-Package-Datei, heißt das, also das ist eine Office-Datei quasi. Und ich kann es, also ich speichere mal in der OneDrive, aber ich kann es auch quasi am PC speichern und ob es mal in Offline, das muss ich synchronisieren. Du kannst ja den Pfad angeben, wo es hinspeichert. Ich kann auch den Pfad angeben, ja, und man kann es auch von SharePoint legen oder von Netzlaufwerk oder sonst irgendwas, das geht auch. Was wir damit zusammenarbeiten, ist halt am besten von einem OneDrive oder SharePoint oder sowas. So, jetzt kann es auch Backup machen, kann es im PDF exportieren, ich kann es ausdrucken und ich kann auch die One, ich kann die quasi ein komplettes OneNote exportieren in einer Editionsdatei. Quasi, wenn das hätte als Backup. Aber automatisch umwandeln in der Word oder was kann man es nicht? Man kann es exportieren in einer E-Mail, du markierst es einfach Copy-Paste, die Formatierung und alles bleibt erhalten. Genau, ja. Ja schon, aber wenn du da ja einzelne Fenster hast, die du herumziehst, wo steht das dann im Word? Ja, du markierst alles und einfügen und das wird dann einfach. Das macht er ziemlich gut. Also das na, aber ist das dann nicht planlos, weil du hast jetzt zum Beispiel eins da steht, eins da ein Wort oder ein paar Worte und der tut das dann alles zusammen linksbündig und schreibt das unter. Nein, das ist linksbündig zusammen, weil das ist ja nicht die Formatierung weiter. Er kann ja auch einmal übernehmen. Er positioniert das im Word dann genauso. Also, macht er das, ja? Das ist OneNote 2013 oder 16? 13. Okay, das 2016 gibt es da so bahnbrechende Änderungen? Nein. Nein. Ich meine, es wird dauernd weiter. Ich meine, diese ganzen Dinge. Also kann man da nicht erwarten, irgendwie was zusätzliche Features in dem Office. Nein. Office 2016. Beispiel. Im 2016 ist der Dialog vereinheitlicht worden und verbessert worden. Okay. Ja, in allen Applikationen. Also so. Optische. Ja, aber eben hier unter Computer kann ich ihm sagen, eben in einem anderen Ordner erstellen und dann sieht man halt, wo immer ich in meinem Dateisystem das Ganze haben will. Momentan hat das unter Benutzer an die Kuna-Dokumente waren noch und habe ich ja Bescheid gezeigt, wo schon bedient wurde. Benutzer aber ich kann es woanders angeben. Ja. Das ist sein Ort, wo er halt sehr schön ich kann ihm am Pfad angeben, wo er es immer hinschreibt. Ja, ja. Und halt eben...